Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Link to the Past. So, wir sind immer noch hier fleißig am Todesberg unterwegs und ja, der Opi, den haben wir jetzt hier zu Hause abgeliefert. Und tja, jetzt müssen wir uns ja erstmal weiterkämpfen. Durch eine Horde von Schmetterlingen, wollte ich gerade sagen. Warum Schmetterlinge? Nein, durch eine Horde von Fledermäusen hier. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir denn hier hinkommen. Oh nein, wieder alles dunkel hier. Nein! Stirb endlich! Blödes Vieh! So, wo müssen wir überhaupt lang? Ich weiß es gar nicht, ich weiß es gar nicht. Ich habe nie mal ein Krügchen mit. So. War doch gar nicht schlecht. Hier geht's auch irgendwo lang. So, du bist tot. Okay, ich glaube, von hier kamen wir. Ja, von hier kamen wir. Also nach unten. So, wir sind draußen. Was sind das hier überhaupt für Viecher? Ah! Wieso bist du jetzt? Hallo? Die kann ich wollen. Okay. Was ist das? Okay, Leute. Ich bin jetzt dezent vor diesen blöden Steinen gestorben. Ich bin hier weg. Ich mag nicht mehr. Wo muss ich denn überhaupt hin? Was haben wir denn hier? Diese Höhle führt zurück zum Dorf Kakariko. Ist aber nett von der Höhle. Oh, bitte kein Stein, bitte kein Stein, bitte kein Stein, bitte kein Stein, bitte kein Stein. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wir sind jetzt ganz weit oben. Am Gipfel anscheinend. So, zufällig. Das ist ein Herzteil. Ich will mir erstmal alles angucken. Hey. Nee, den wünscht. Was ist das? Huch! Ich bin ein Häschen! Ein Häschen! Was ist los? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Hallo? Ich will wieder zurück. Hey! Hey, gibt's ein Problem? Willst du was von mir, du dämliches Kanickel? Ich kam hierher, um nach der goldenen Macht zu suchen. Doch so kann ich nicht zurück. Hätte ich doch nur die Mondperle von Heras Turm, dann könnte ich wieder meine wahre Gestalt annehmen. Ich habe gute Gründe, angefressen zu sein. Also schleich dich. Juhu, Bounce Bounce. Hey, du wurdest in einen Hasen verwandelt. Das Land in dieser Welt sieht aus wie das in unserer Welt. Also das scheidet sich nur wenig. Jeder, der hierher kommt, erhält eine Gestalt, die seiner Natur entspricht. Ich ändere ständig meine Meinung, daher wurde ich zu einem Ball. Doch besitzt du die sagenumwobene Mondperle, bleibt deine Gestalt unberührt. Ja, ist gut. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich will wieder zurück. Ah, geh weg. Der soll mich nicht ständig anquatschen. Ich will wieder zurück. Wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Der Spiegel. Er sagte doch irgendwie, ich soll in den Spiegel schauen. Oh, oh ja. Okay. Ah, so komme ich wieder zurück. Der Spiegel. Ah, ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Oh, Gott sei Dank. Okay, Leute, was war das jetzt? Wir waren jetzt in irgendeiner Parallelwelt anscheinend. Ich hatte das ja schon mal gehört, ne? Und da wurden wir anscheinend in einen Kanickel verwandelt. In ein Kaninchen. Okay, gut. Merken wir uns, dass der gute Spiegel uns wieder zurückbringt. Okay, jetzt sind wir in einer Höhle. Okay, das war schlecht. Bin ich denn jetzt? Oh, Feen. Das ist vorteilhaft. Ja, in die Flasche. Ich habe nämlich keine mehr. In die Flasche. Dankeschön. Und du heilst mich jetzt auch so. Nom, 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 nom. Sehr schön.
So. Ich hatte jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Okay, ich stelle mal noch kurz mein Öhrchen, Popöchen und dann können wir weitermachen. Moment. So, starten. So, dann geht's weiter. Ich bin leicht verwirrt. Wo bin ich denn hier? Ich bin total verwirrt. Das ist ja nicht so zu hoch für mich. Ach nein, nicht so eine Viecher. Geh weg. Na komm her. Ah, noch mehr. Sag mal. Wenn das hier nicht alles so schräg wäre. So. Ah, sehr schön. Erwischt. Wo kommen wir denn jetzt raus? Okay. Ups. Wir müssen ja echt aufpassen mit diesen blöden Steinen hier. Dass wir nicht immer so oft getroffen werden. Und hier steht, hier kommt man zurück nach Kakariko. Wo auch immer. Man da wieder rauskommt. Ah! Geht weg! Ich hasse Fledermäuse. Ah, ich will nicht zurück nach Kakariko. Ich muss da hier vorankommen. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier unten los? Und wie töte ich hier die Viecher? Ich würde hier einfach mal eine Bombe nebenlegen. Okay, nichts gebracht. Opi. Nee, Bombe ist schlecht. Wo muss ich denn hin? Ah, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Was passiert, wenn ich hier runter... Ach, hier gehe ich nicht. Kann ich nicht runterhüpfen? Ah, hier ist der Obi. Der hat doch gesagt, er heilt mich. Heil mich. Dankeschön. So, dann muss ich hier wieder lang. Nein, blöden Fledermäuse. Lasst mich in Ruhe. Ach Leute, ich werde mich hier wieder um Kopf und Kragen verlaufen, denke ich mal. Das wird doch hier nichts. So, jetzt bin ich hier wieder. Ich war hier hinten noch nicht lang. Geht weg. Ah, ich bin doch schon wieder tot. Nur weil das blöde Fieder im Weg lag. Ich kriege hier gleich einen Rappel, Leute. Ich weine gleich. Und geht weg. Geht weg. Ah, diese blöden Steine. Ich kriege hier noch einen Schreikrampf. Wo muss ich denn hier lang? Nein. Aha. Nach hier war ich doch schon. Geh weg. Stein, Stein. Oh, okay, hier komme ich nicht weiter. Ah, Stein. Kann ich diesen blöden Stein noch richtig ausweichen? Die Nerven. Mann. Deswegen wollte ich mal da unten hin. Ups, ja, genau. Okay, ich bin wieder tot. Wo gab's nochmal die Feen? Ich hab den Weg vergessen. So, eine Bombe. Es ist doch zum Kotzen hier. Geh weg. Geht weg. Geht weg. Geht doch bitte alle weg. Okay, da sieht es ganz gut aus. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich weiß nicht. Ich will ja nicht sein. Es ist alles so unlogisch. Okay, das Spiegel bringt mir nichts. Ach Leute, ich verzweifle gleich. Oh. Stub endlich! Also, so langsam mag ich hier nicht mehr. Ich muss jetzt die blöden Feen hier wieder finden. Ah. Ah. Pass auf die blöden Steine auf, Link. Pass auf die Steine auf. Pass ja auf die Steine auf. So, hier hoch. Dann war doch da in dieser Höhle, gab es doch die Feen. Hier war doch irgendwo eine Höhle. Ups, jetzt bin ich da wieder reingerannt.
Ich muss aufpassen, dass ich denn da nicht wieder reinrenne. So. So, hier gab es die Feen. Kann ich da als Häschen vielleicht drüber hüpfen? Ich weiß es nicht. Feen. Nein, jetzt habe ich zwei genommen. Nach. So langsam kriege ich wirklich Schreikrämpfe. Ja, in die Flasche packen. So, dann müssen wir uns da jetzt noch eine Fee krallen. Zack. Zack. Müssen wir irgendwie runter. Ach, die schon wieder. Okay, mit dem Bumerang kommen wir da nicht weit, aber wir kommen hier, glaube ich, mit den Pfeilen ganz gut gegen die an. Wenn ich sie treffen würde. Ach. Yeah. Also gut, Pfeile, ein Treffer. Dann sind die Geschichte. Geschichte. Einer. Zwei. Nein! Das war doch beinahe ein Treffer. Blödes Vieh. Komm. Ah, nicht. Jetzt reicht's mir. Nimm dies. Genau. So geht's auch. So. Würde ich dann nochmal hinrennen. Um mir eine Fee zu... Ah ja, hier bin ich ja jetzt. Okay, ich muss da wieder zurück. Moment, ich kann auch da runter hüpfen. Dann ist doch da noch so ein Vorsprung. Wenn ich da runter hüpfen kann. Ich hole mir erstmal nochmal eine Fee. Nur vorsichtshalber, Leute. Nein! Ah, jetzt bin ich da schon wieder reingehüpft. Das ist doch zum Kotzen. Ich darf da nicht immer reinrennen. Wobei links so als Häschen gar nicht mal so schlecht aussieht. Das sieht ganz putzig aus, oder? Meint ihr nicht auch? Ist doch ganz süß geworden. Hallo. So, Schmetterlingsnetz. Und bitte eine Fee in meine Flasche. Dankeschön. Und der Rest ist das Ding, kann ich jetzt so. So. Rums die Bums und rums die Bums. So, du bist Geschichte. Oh, das war ja cool. So kann man das natürlich auch machen. So, und jetzt werde ich da mal an dieser einen Stelle runterhopsen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah! Blöder Stein. Na, ich habe jetzt wieder zwei Feen. Dürfte ja jetzt eigentlich nicht so ein Problem werden. Ah, da war ich jetzt zu hoch. Nein! Halt! Nicht wieder da reinrennen. So, ich denke mal hier irgendwo. Ups. Ah, genau. Also ich muss da genau an der Wandung da runterhüpfen. Das ist gut zu wissen. Nochmal von vorn. Das Spiel, das schafft mich noch. Bin ich da schon wieder drin gerannt? Am besten ist, ich mache das jetzt mal an einer anderen Stelle. So, hier. Da renne ich nicht so oft rein. So, jetzt hier. Genau. Bin ich jetzt hier gelandet? Ach, hier unten. Das ist gut, das ist gut. Sehr schön. Muss ich auch jetzt eigentlich zu dem Herzteil kommen? Rein, logisch gesehen. Ah. Du hast ein Herzteil gefunden. Was sagt der mir? Link, ich bin es, Sahasrala. Ein guter Rat von mir, der dir helfen wird. Steige auf den Brillenfelsen. Von dort erreichst du Heras Turm auf dem Todesberg. Was ist denn der Brillenfelsen? Hallo? Hallo? Brillenfelsen? Was ist denn der Brillenfelsen, Junge? Sprich mit mir. Jetzt hier wieder Feen? Ich könnte mal so eine kleine Heilung vertragen. Danke. Der Brillenfelsen. Okay. Brillenfelsen.
Ich bin da verwirrt. Okay, wir laufen einfach mal hier rüber. Und springen hier runter. Und lassen uns zermatschen und töten und... Okay, ich glaube, das war jetzt doof. Ich hasse diese Felsen hier und ich bin doch gleich wieder tot. Ich wusste es doch. Also Leute, mit diesen Felsen da, die da runterfallen, komme ich überhaupt nicht klar. Das ist ja mal absoluter Scheiß hier. Und jetzt lässt mich das blöde Vieh hier wieder nicht durch. Mann. Oh, ey. Was ist denn der Brillenfelsen, Junge? Das bringt mir auch nichts. Nö. Der Brillenfelsen. Wo ist denn der? Wo ist der denn? Hä? Oh Gott, ich muss da wieder, glaube ich, ganz hoch. Ich renne da mal hoch und ich bin doch gleich schon wieder tot. Ach, ey Leute. Ich kann mir gleich schon wieder zwei neue Feen holen. Ich bin hier langsam am Verzweifeln. So, ich gehe da jetzt hoch. In den Teleporter als Häschen und werde mal als Häschen hier umher hüppen. Da fallen mir wenigstens keine Steine auf den Kopf. So, da jetzt nicht rein. Ich will mir erstmal Fäden holen. Mal wieder. Zum dritten Mal ist, glaube ich, oder Leute? Ist das hier auch? Ich glaube, das ist sogar der Brillenfelsen. So. Ich brauche ja nur zwei. Beziehungsweise ich kann erstmal nur zwei fangen. Hallo. Hallo. Komm her. Ja. Na, sehr schön. Haben wir wieder zwei Feen. Ach so, ich könnte mal versuchen, diese komischen Viecher da einzufrieren. Das wäre doch mal eine Idee. Wenn es mal herkommen würde. Na komm. Fifi. Ich glaube, das bringt nichts. Nein, das bringt nichts. Egal. Wir rennen hier mal ganz pfiffig. Ey, sag mal. Ups, ich drücke auch immer den falschen Knopf. Oh, das fällt mir aber auch ja nicht auf. So. So, jetzt will ich bitte als Kanickel weitermachen. Ich mag nicht mehr als Link. Link ist doof. Kanickel ist toll. So, wenn ich mich als Kanickel überhaupt nicht verteidigen kann. So, einmal Kanickel bitte. Nehme ich ja Ball. Okay, Blümchen. Ach. Ja, ist doch gut. Dass mir der aber auch immer anquatschen muss, Leute. Ständig wird man hier angequatscht. So, laufen mal das Treppchen runter. Okay, mir passiert erstmal nichts. Gut, sieht erstmal nicht schlecht aus. Und ich kann keine Waffen benutzen. Das ist doof. Vielleicht kann ich ja als Kanickel da hinten über die Brücke. Wir schauen mal. Wie ist das putzig? Wie Link hier rumrennt. Hallo? Hallo? Nein. Tja, okay, hier komme ich nicht weiter. Ah, da unten war eine Höhle. Hups. Muss ich mir mal alles angucken hier. Als Kaninchen. So. Eine große Fee. Ich werde deine Wunden heilen. Schließe deine Augen. Dankeschön. Haben wir eigentlich noch Feen? Ja, noch zwei Feen. Hm.
Wo muss ich nur hin? Wo muss ich hin? Hier Brillenfelsen. Ja, was ist denn der Brillenfelsen, Junge? Sprich schon mit mir. Nee. Das ist nur der Fee. Ja, okay. Ich bin so leicht verwirrt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Ich war doch als Link auch schon überall. Nee, da unten komme ich nur zu der Fee. Hä? Ich bin leicht verwirrt. Nicht, dass der mich da wieder schon wieder anquatscht. Okay, wir hüpfen jetzt einfach mal hier runter. Ah. Okay. Da kommen wir jetzt nicht weiter. Aber ich glaube, hier werde ich mal... Okay. Ups. Ah. Das ist doch scheiße. Ups. Nee. Ups. Ah, hier war die große Fee drin. Junge, sage mir, wo muss ich denn hin? Du sollst mir nur sagen, wo ich hin muss. Na, wir schauen mal draußen auf die Karte. Oh, es wird mir sogar angezeigt. Okay. Es wird mir sogar angezeigt, wo mein komisches Ding hin ist. Tja, Leute. Ich glaube, da werde ich jetzt hier erstmal den Part beenden müssen. Ich gehe mal hier rein, hier bin ich sicher. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach im nächsten Part. Und ich werde mal schauen, wo ich hier lang muss. Einfach mal offscreen gucken. Ich kann ja hier nicht Ewigkeiten hin und her rennen. Naja, war jetzt natürlich nicht so ein spannender Part. Naja, wir haben gesehen, wie Link zu einem Häschen wird. Aber okay, ja. Also wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!